Was erhoffst du dir denn da zu sehen, die Leute nur rauszulocken? Zum Beispiel. Ja, ein Industrial-Gebäude, da ist ja nicht wirklich viel Waffen oder sowas. Da ist ja meistens immer nur so Glas. Ich könnte ja bis zu den Militaries rübergehen, hole Blut für uns alle und dann laden wir uns erstmal wieder auf. Ist ja nicht weit. Ist doch hier. Aber wir könnten dich verlieren. Das. Wer kommt da angelaufen? Was? Wo? Ich. Wer läuft ich, denn hier? Ich. Oh. Ah. Sind doch hier alle zu dritt. Da kommt irgendeiner auf uns zugerannt. Das ist scheiße. Okay, was soll also ich hol mal das, Blut das und dann komme ich wieder zurück. Da gibt's auch Morphin, oder? Falls wir uns die Knochen. Ja, genau, da gibt's alles. Ja. Ja, das hört sich echt gut an. Okay, dann geht ihr jetzt irgendwo gut, legt ihr euch hin. Wo ihr meint, ihr seid sicher, im Gebüsch wahrscheinlich versteckt, am Baum hier so. Guck mal, hier vorne zum Beispiel. Mhm. Hier kann man sich gut hinlegen, Beispiel oder sowas. Ja, das stimmt. Und ich renne mal einfach durch. Scheiß drauf, auf alles. Wo willst du jetzt da vorne in dieses kaputte Gebäude willst du gehen, oder wie? Erst laufe ich hier vorne in dieses Gebäude hier kaputte mit dem Kran. Und dann gehe ich nach rechts. Da hinten sind noch so Zelte. Da könnt ihr einfach hier liegen bleiben. Ich komme einfach wieder. Ich mache das schon. Alles klar. Wollen wir das so probieren? Ja. Ihr passt einfach nur auf, dass sich nichts bewegt. Ja, schauen wir mal. Geh ein bisschen und wenn einer drauf geht, dann bin ich das. Ich treffe eh nichts. Du triffst eh noch irgendwas hier lassen? Weißt du nicht der Killer von uns? Ach was. Ja. So. Derjenige, auf also den bereit, wir uns verlassen wollten? Ja, ich kriege auch gerade ein bisschen runter, weil ich von der Position aus echt nichts sehe. Ja gut, geht so, wie ihr gut was sehen könnt. Passt aber auch ab und zu mal rumgucken, ne? Nicht, dass einer hinten ja, hier genau. Langschleicht. Soll ich los? Ja. Okay, meine Damen und Herren, let's go! Let's go! Na, wo seid ihr, Fotzen? Papa ist zurück! Scheiß drauf! Das Problem, ist, das Gelände, wo er da so rumrennt, ist ziemlich uneben. Naja. Zick, zack, like a boss! Ich hab ihn aus den Augen verloren. Ist egal, ich bin bei dir. Ich hab grad woanders hingeguckt. Also. Bin jetzt gleich am Gebäude. Oh Mann. Warte. Hast du dich gerade hingesetzt oder gewartet? Es ist bei mir genau ein Busch im Weg, also ich sehe dich jetzt nicht mehr. Ich laufe. Da kommt rechts ein Zombie. Ich bin jetzt drin. Zombie. Ich bin am Eingang. Ja, okay, gut. Das ist ein Zombie hinter mir. Bin drin. Ja, okay. Hatte ich verloren. Scheinbar. Mich ein bisschen rum. Bin in der ersten Etage. Ich sehe dich nicht. Du Cola, du nicht. Geh erstmal ein. Guck gerade ein bisschen. Doch, jetzt sehe ich dich. Rechts von uns. Jo, hier bin ich. Siehst du mich? Nee, ne? Ich guck mal in die Richtung von den Zelten. Also, euch ehrlich gesagt, ich weiß ja, wo ihr seid, aber ich sehe euch nicht. Ja, gut. Ja. Das ist schon mal gut. Also, bei den Zelten. Sieht's ruhig aus. Draußen wanken noch Zombies rum. Aber sonst, also ich glaube, noch ein Stockwerk weiter oben ist auch nichts los. Und ganz oben ist, glaube ich, auch nichts. Aber ich habe dich wieder verloren. Ich bin ganz links am Gebäude, am Rand. Bist du drin oder draußen? Oben noch, drin, ist Etage. Ich nehme gerade Essen mit. Ich schaue mich jetzt mal so ein bisschen um, außen. Ich stehe wieder auf. Jetzt ganz nach oben, also vorletzte Etage. Okay, ich sehe dich. Dich. Oh, pinkeln. Keine Zeit was? Dafür. Ja, keine Zeit. Pinkeln? Geht nicht. Ich muss auch pinkeln, aber total dringend. Ja, egal. Ich zappel hier schon rum. Eros ist geflogen. Da sind überall Zombies, auch in der Stadt. Ja, ja, man sieht hier überall welche. Ha, ich will immer auf den Chat gucken, weil ich mit meinen Leuten immer rede normalerweise, aber das geht gerade nicht. Hast du war ich? Wertgeschossen. Das war ich. Okay. Warum hast du geschossen? Jetzt laufen da ein Haufen Zombies auf dich zu, aber eine ganze Menge. Ja, ist okay, die nehme ich mit jetzt. Mach Rambo.
Ich glaube, da läuft gerade jemand in dein Gebäude rein. Kann das sein unten? Hallo, ihr lieben Freunde. Nee, ich laufe raus. Hallo. Okay, ich habe dich verloren. Ich soll euch Bescheid sagen vom Schiedsrichter, dass ihr schon zu lange an einer Stelle liegt. Ach, scheiße. Wir liegen hier und einer läuft vor. Genau. Da muss ja sein, ist ja taktisch. Ja, genau. Ich habe mich jetzt ein bisschen nach rechts gerollt, geht das? Wir geben mir Feuerschutz, wir locken damit die Leute raus, ist der Plan. Spielregeln. Ja, gut. Gut, wir schließen auf. Wir schließen auf. Ja. Okay, ja. Geht. Ja. Geht nichts. Ist so. Wo bist du, Nick? Kommst du mit? Ich bin auch auf dem Weg nach unten. Okay. Ich bin gleich bei den Zelten. Also ich lasse mich mal noch zu den Zelten. Geht ihr zu dem Gebäude, wo ich gerade war? Ja. Das ist ja blöd, ey. Ja, das ist richtig blöd. Ja, vor allen Dingen, wenn sich einer von uns bewegt, ist ja eigentlich voll okay. Ja. Regeln sind Regeln. Ja. Da vorne läuft ein Zombie. Ja, ich laufe wahrscheinlich noch mehr hinterher, nehme ich an. Ich bin jetzt bei so einer Lagerhalle hier, an der grauen. Ja, okay. Ja, ich sehe dich. Die laufen richtig viele hinterher. Wir versuchen da mal hinten aufzuschließen. Ich bin jetzt am Krankenhaus. Nicht ins Gebäude, lass uns lieber ins Gebäude reinrennen. Oder? Ich weiß nicht, hier sind halt auch ein paar Zombies unterwegs. Ja, okay. Ja, da können wir die total leicht loswerden. Okay, da sind echt viele. Lass lieber dann direkt zu den Zelten. Lass außen rumgehen. Scheiße. Hier waren nur zwei Morphin drin. Du kannst ja auch Ich geh jetzt auf das Krankenhausdach. No risk, no fun. Ich geh auf das Krankenhausdach. Scheiße, jetzt werde ich sterben. Bin eigentlich relativ sicher, dass ich jetzt sterbe. Ja, dann mach kein. Spiel nicht auf Risiko. Hol uns lieber irgendwie ab. Doch. Wo bist du, Nick? Bist du hinter mir? Wo bist du? Ich bin rechts von dir, komm. Rechts von mir? Da, okay. Ich krieche hier gerade zu. Ich bin oben auf dem Krankenhausdach. So, mal gucken, ob ich dich sehen kann. Also welches Gebäude ist das? Das hier, glaube ich. Ach so. Nee. Das Krankenhaus ist doch voll. Ach nee, das ist hier doch direkt, oder? Wo ist das? Also seid ihr, wo seid ihr? Ich gehe in die Richtung vom Krankenhaus gerade. Also wenn du vom Kran aus, da siehst du jetzt drei so komische große Säuledinger da, Silo-Dinger. Ja. Und rechts davon, von den drei Silo-Dingern, da davon ist das Krankenhaus, das nächste große Gebäude. Das ist aber schon weit rechts. Ah ja. Ja. Also war es nicht bei den Zelten? Noch nicht, die sind ja hier auch hier, wo ich bin. Ja, gut, dann renne ich da jetzt mal hin. Oh, Glocke. Die Glocke. Oh. Die ist echt krass. Total laut. Ich höre sie nicht. Erschreckt mich doch. Ja, die ist bei jedem Spieler anders. Wird man wahrscheinlich nur in der näheren Umgebung besser haben. Das ist bei jedem Spieler klingt okay, ich habe unterschiedlich. Alles da. Ich bin jetzt kurz von den Zelten. Jetzt höre ich die Glocke auf. Bist du? Ich bin hinter dir. Okay. Wir sollten uns wieder irgendwie mit Messi zusammenschließen. Ja. Okay, also wo seid ihr jetzt? Ich bin bei den Zelten. Bei den Müllzelten? Krankenzelten da, ne? Ja. Bei den Müllzelten. Bei euch ist so ein Krankenzelten. Jetzt gehst du gerade durch ein Zelt irgendjemand. Ja, ich bin drin. Okay, alles klar, ich komme jetzt rüber. Moment mal. Hast du uns gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja. Liege links von euch auf dem Gebäude oben, so schräg. Aber hier liegt eine Shotgun, eine Remington 870 Flashlight. Ist die im Fernglas. Wie gut? Remington ist eine Shotgun, das bringt nichts viel. Ist halt okay. Nahkampf, ne? Außer so, hier habe ich auch ein bisschen was gefunden. Morphin und Antibiotika. Ja, das können wir echt gut gebrauchen. Hinter dir. Okay, ich habe mich schon gewundert, ich habe irgendwas gehört. Ja, Painkiller sind hier. Ne, Antibiotics, was bringen die? Die sind auch neu, oder? Ne, die sind gegen Krankheiten, aber die brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Und Painkillers. Können wir aber auch gut gebrauchen eigentlich. Messi, wo bist du? Nicht, dass wir dich abschießen. Immer noch Krankenhausdach. Ich versuche noch runter zu krabbeln. Wir sind jetzt hier bei diesem großen Turm.
Ja, bleib da unten in den Zentren drin. Hier ist ein Bloodbag. Wie viel Leben hast du? Zwei Drittel. Zwei Drittel? Okay, ich nehme mal mit. Hier ist noch so eine Box. Ja. Nicht laufen, nicht laufen. Bist du gerade gelaufen? Im Hocken, ja. Dann versuch zu schleichen. Hier ist noch mehr Morphin drin. Komm jetzt. Das ist sehr gut. Komm mit. Komm angerannt. So, ich muss mal schnell hier das Bag aufmachen. Da kommst du angerannt jetzt? Ja. Da, okay. Ich seh dich. Morphin. So, kann ich jemandem von euch Blut geben? Mir könntest du Blut geben. Selbst wenn da nur ein bisschen fehlt, reicht da, wir haben ja genug. Ja. Also mir könntest du ein bisschen was geben. Mir auch. Trinken tue ich auch nochmal schnell was. Die Flasche ist noch ein bisschen was drin, oder den kann ich hier raushauen. Die Epipen brauchen wir nicht, ne? Boah, jetzt habe ich hier eine richtige Farbe hier. Das ist schön, ne? Gib mir auch mal einer Blut, oder habt ihr keins gefunden? Ich habe eins für dich. Okay, dann gib mir einfach hier, geh einfach mal. Ja. Ein bisschen Blut. Ja, rein. Geil, danke. Was ist wofür ist Epipen gedacht? Epipen brauchst du eigentlich nicht. Dankeschön. In der Regel brauchst du nicht. Also, wir sind schon in Tschernogorsk, meine Damen und Herren. Also, welchen Plan wollt ihr jetzt verfolgen? In die Stadt rein alle oder abknallen. Draußen, wo alle Leute nachher langgelaufen kommen? Am besten draußen. Ja, draußen. Das wäre mir am liebsten. Also, wir sind jetzt sehr gut ausgerüstet. Müssen uns jetzt... Genau, wenn sie dann angelaufen kommen... Aber wenn sie von der anderen Seite kommen, dann übernehmen wir sie komplett. Ja, das glaube ich aber nicht, aber... Egal. Sehen wir schon. In der Stadt hier sehen wir ist eigentlich am gefährlichsten, weil die uns von überall sehen können. Ja. Also mir wäre auch lieber, wenn wir irgendwo draußen sind, aber es leben immer noch so viele. Stell mal vor, wir sitzen alle drei in einem Haus. Da sieht uns niemand. Theoretisch. Ja, aber wir dürfen da halt nur 5 Minuten oder so bleiben. Das ist das Problem. Das gilt auch für den Umkreis da. Also du musst dich da immer wieder wegbewegen. Wir müssen jetzt hier aufpassen, dass wir jetzt hier nicht noch eine Verwarnung bekommen, weil sonst, wir sollten jetzt hier auf jeden Fall wieder abziehen. Also sollen wir in den Nordwald, wo wir vorhin Zombies gesehen haben, oder wohin wollten wir? Da, wo wir vorhin vielleicht auch gewesen sind. Guck mal darüber, da hinten laufen Zombies auf dem Wald, nee. Und der Wald, den seht ihr jetzt ja alle, gerade wo ich jetzt hier rüberlaufe in die Richtung. Da oben ist der Wald. Da hinten. Da oben ist so ein Turm. Ja. Da hochgehen ist natürlich nicht so schlau. Hier liegt noch eine Shotgun. Ja, die bringt nichts. Ist nicht so toll. Dann wollen wir jetzt wirklich dahin, natürlich sehr freies Feld. Wir müssen jetzt komplett über riesiges freies Feld an Tschernobyl durch. Das ist auch Mist. Hier sind Granaten. Wie sind wir eben auch? Granaten? Granaten. Und ein Schalldämpfer, glaube ich. Oder was ist das hier? Ich schau mal, was das ist. So. MP5 Magazin. Ja. Granaten sind doch nicht verkehrt. Ja, aber die machen ja nichts, ne, Smoke. Kann man ein bisschen Leute ablenken, vielleicht. Das würde gehen. Ja. Einfach mal mitnehmen und jetzt gleich ein bisschen Panik machen. Smoke Grenade wegwerfen und wegrennen. Ja, das ist auch so. Wer dann dahin rennt, wird abgeknallt. Hast du gerade Schritte gehört? Ja, von uns. Ich hab kaum was gehört. Ja, von uns. An die Schritte. Sind von uns. Kann sich nie sicher sein, ey. Ja, eben. Also wir sind gerade auch auf einer scheiß Position. So, hier wurde ich ja schon jetzt, oft weggeholt. Wollen wir nicht lieber zurück in die Stadt gehen? Ja, dann geh vor. Willst du wirklich über das freie Feld laufen? Na, es ist auch jetzt, mittlerweile ist das blöd. Also. Ja. Lass uns hier reingehen. Aber vorsichtig. Ja, die waren ja auch vorhin beiden. In die Richtung halt. Ich habe auch keine Ahnung, wo die hingerannt sind. Nee, ich auch nicht. Die sind wahrscheinlich auf dem Berg bei uns hoch oder wieder in die Stadt. Ich denke mal eher in die Stadt. Wo seid ihr? Außer hier, ich bin auf der anderen Seite vom Zelt. Dann, lass uns jetzt mal hier durch und einfach, jetzt müssen wir gucken. Jetzt irgendwo hier sind die bestimmt. Da rennt einer. Ja, das bin ich.
euch gesucht. Was ist da nach vorne, zum nächsten Zelt. Komm, ab zum nächsten Zelt.